Komm. Hallo, hallo. Das ist Villa Veila Samstadt hier in immer noch in Ulm. Wir fahren in diesem Moment aus dieser wunderschönen Stadt, in der wir heute ein fulminantes Konzert gespielt haben mit der höchsten Abendkasse der ganzen Tour. Wir sind very happy. Wir hatten einen riesen Spaß und hatten 2 Tage Pause vorher und nicht nur Holly, sondern auch alle anderen waren irgendwie, weiß nicht, ein bisschen ungeduldig, ehrlich gesagt, zu spielen. Also so, wie es auf Tour sein sollte, dass du einfach total Bock hast wie auf die Show, auf das Konzert abends. Und so ist es hier. Yes. Ja. Gary trinkt gerade ein Weißenbier. Ein Weißenbier, das... Alkoholfreies Weizenbier. Alkoholfreies Weizenbier, was 2 Kilo wiegt. 3 Kilo darf man einen Computer belasten. Da drüber ist Gefahr, den Bildschirm zu beschädigen. Das ist Quatsch, der Boss hat gesagt, ich spiele nämlich auf einem Marshall-Computer, den man mit bis zu 100 Kilo belasten kann. Uninteressant, hier ist Danny an. Death to all but metal. Ja, okay, alles ist... Yeah. And this is Holiday Burnett. Holiday Burnett. Ich kann mich da den jungen Boss und besonders Danny eigentlich nur anschließen. Hast du das letzte Mal auch schon gesagt? Jetzt sag mal was anderes. Ich bin noch gar nicht fertig, aber du hast mich jetzt gerade unterbrochen und völlig aus dem Konzept gebracht. Danke übrigens an die bezaubernde. Eine bezaubernde Paula, die mich mal wieder völlig aus dem Konzept gebracht hat, wie jeden Abend. Yeah, right. Auf der Bühne und im Bus. Auf der Bühne und im Bus. Wann ist damit endlich Schluss? Ja, aber ich bedanke mich bei dem Publikum. Das war heute wirklich super, hat super Spaß gemacht. Nette Leute noch kennengelernt. Was will man mehr? Ja, es lohnt sich immer, einen Arschricher als Bassisten in die Band zu holen. Scherz, das schneiden wir raus. Ja, also Scherz, das stimmt doch auch gar nicht. Nein, der Boss meint es natürlich total von Herzen, es war der Hammer. Und Ulm, Alter, ich war noch nie in Ulm, es war der Knaller, auf jeden Fall. Und vor allem dieser eine Medizinstudent. Heute waren die Ulm, 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 Ulm. Ja, komm, erzähl das. Wir hatten einen Medizinstudenten, der uns geliebt hat. Er hat die ganze Zeit so gemacht, zu mir. Und als ich ihn drauf festlegen wollte, meinte er, nein, nein, zu Paule. Nee, meint er mich? Ja, er meinte mich. Und ich hab's nicht gemerkt. Darf ich? Oh, oh fucking hell. I have to read it, finish this off with a poem. Yeah, do it, please. Death to Britney Spears. Kill the little slut. Kill Madonna too. Then fuck her in the butt. Fuck Mariah Carey. Death to Sheryl Crow. They can kiss each other on the camel toe. 50 cents a fag. So is Kanye West. Shooting hot sperm on each other's chests. Death to all better. Good night. Ja. Und das sage ich ja darum, also ich habe den größten Dichter einfach immer auf jeden Abend wiederum beim Bogotanz seine Kunst zum Besten gibt. Er ist nicht nur ein Dichter, er ist ein Rezitator. Ja, also